Wir stehen hier natürlich vor dem Brandenburger Tor, mitten in Berlin, nahe beim Bundestag, nicht weit weg von meinem Dienstgebäude. Und neben mir das Technische Hilfswerk, was heute neue Fahrzeuge bekommt. Warum machen wir das hier, dieses Video, diese Aufzeichnung? Weil es gut zu dem passt, was ich Ihnen sagen möchte und worum ich Sie bitten möchte. Seit einigen Jahren vergeben wir einen Preis, die helfende Hand. Wir wollen diejenigen, die im Ehrenamt in diesem Land Zeit und gute Ideen zur Verfügung stellen, die wollen wir ehren, ihre helfende Hand hochhalten, zeigen, zum Vorbild machen. Da gibt es verschiedene Preise und für diese Preise brauchen wir Vorschläge. Im letzten Jahr hatten wir über 300 Vorschläge, das war ein Rekord. Aber es geht noch besser. Ich glaube, dass es ganz viele Initiativen im Land gibt, die preisverdächtig sind. Einer der Preisträger vom letzten Jahr, der steht neben mir. Und das Motto lautet, jeder kann ein Held sein, das hat er auf seinem T-Shirt auf der Rückseite. Und vielleicht erzählt er ein bisschen, warum er mit seiner Gruppe diesen Preis bekommen hat. Sehr gern. Wir sind vom Verein Pépinière. Wir sind Medizinstudenten der Charité, die sich zum Ziel gesetzt haben, Grundschüler und weiterführende Schüler im ganzen Land Brandenburg und in Berlin in Erste Hilfe zu schulen. Viel zu häufig sehen wir weg, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Manche sagen, sie haben Angst oder wissen nicht, was zu tun ist. Wir wollen diese Kenntnisse verbreiten. Wir wollen Zivilcourage fördern und den Grundschülern sagen und zeigen, warum es sich lohnt, sich im Ehrenamt im Bevölkerungsschutz zu engagieren. Dieser Preis, die helfende Hand, war für uns eine unwahrscheinlich große Gelegenheit. Wir konnten uns auf die Art und Weise mit Menschen austauschen, die sich auch im Ehrenamt engagieren, mit total kreativen und innovativen Ideen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, bewerbt euch, nutzt die Chance, denn die helfende Hand ist eine wunderbare Gelegenheit für jeden. Das will ich gerne aufgreifen. Deswegen meine Bitte an alle, nominieren Sie sich selbst, nominieren Sie andere, nominieren Sie gute Initiativen, nominieren Sie Arbeitgeber, die Sie freistellen, damit wir viele Preisträger haben. Die Jury soll es verdammt schwer haben.